Moin moin liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid. Let's Play LS17, nordfriesischer Marsch. Natürlich 1.9 vierfach. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir uns da angetan haben. Was haben wir uns eigentlich in der ersten Folge am heutigen Sonntag gekauft? Taugt das was oder taugt das nichts? Müssen wir das gleich wieder verkaufen oder behalten wir das? Und vor allen Dingen, wie sieht das aus? Schick. Auf jeden Fall eine Quaderballimpresse, schon mal das, was wir haben wollten. Big X, das ist echt mega krass groß. Zum Glück haben wir den großen Traktor genommen, wobei es echt fies, dass er so dreckig ist jetzt. Das gefällt mir nicht. Leute, das geht so nicht. Verzierbare Objekte. So ein Kercher, können wir den nicht hier irgendwo hinpflanzen? Dürfen wir hier nicht hinpflanzen. Hier könnten wir einen hinpflanzen. Oder hier zwischen, guck mal. Fahren wir mal schnell hier hin und machen den einmal sauber, ne? Überall stehen in Zukunft Kerl herum. Wir lassen den Motor auch laufen. Das ist ja, machen wir einfach so, weil es geht auch schnell. Müssen wir einmal sauber machen. So viel Zeit muss sein. Das sieht auch sonst nicht aus. Wir können doch jetzt nicht diesen übermäßig dreckigen Traktor neben die schöne neue Beinpresse stellen oder davor. Das geht nicht. Der ist ja auch schnell sauber. Das ist mega schnell sauber. Das Schneidwerk hier, das ist Frontgewicht. Damit kann man auch schneiden bestimmt. Abschneiden oder abquetschen. Kann man damit bestimmt. So, das war's schon. Das reicht schon. So wollte ich das. So, ein Gerät. Und die kriegen wir da jetzt auch noch hinten irgendwie ran. Da haben wir eine Tetscher, genau. Und da können drei Beine gesammelt werden. Cool. Da bin ich mal gespannt, wie das aussieht, Leute. Und was wir da alles machen. Das ist auch heftiges, langes Gespann hier. So, sollen wir es nochmal angucken, damit wir auch sehen, was wir jetzt hier haben. Mir gefällt's. Krone. Pack. 1290 oder 1290 HDP2X. C, bevor ich wieder Z sage. Nice, das Ganze. Karte vergrößern, verkleinern, Ballensammler aufklappen. Ja, das machen wir dann gleich auf dem Feld, ne? Wir fahren jetzt hier vorne passend hin zum Feld und holen wir uns erstmal den Spader. Und ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ob das funktioniert. Das ist ein Monster hier. Die Ballenpressen werden auch einfach immer größer. Und das überlegt, was das vor 10, 15 Jahren, oder vor ja, doch 15 Jahren noch für kleine Ballenpressen. Da waren sie auch schon, aber das hier ist ja riesig, der Traktor an sich ist ja an sich mega riesig, aber wie man sieht, kein Vergleich hier. Okay, dann ab zum Hof. Den würde ich jetzt erstmal dann draußen vorlassen, damit wir nicht nur Deutsch in der Ernte haben jetzt, sondern wir Gras in der Grasernte, sondern wir nehmen unseren neuen John Deere, wa? Obwohl der eigentlich auch fast zu klein ist für den Schwader. Der ist wohl schon zu weit gelaufen. Da ist er. Aber ich glaube, das passt. Das geht gerade noch, oder? Oder sollen wir doch den großen nehmen? Das soll man so. Der schafft das. Der ist mal locker stark genug für den. Ein Stück zu weit gefahren. Ja, das geht. Das passt doch gerade so. Das sieht jetzt nicht so schlimm aus. Ist ja jetzt kein Riesengewicht, was an dem Schwader dran hängt. Ist einfach nur sperrig. Der Gerät. Und der Gerät ist jetzt eher die Ballenpresse. So, da sind wir auf unserem schön gewendeten Feld. Trockenes Heu haben wir hier. Setzen wir erstmal an und fahren erstmal ein paar Meter los. Das ist ein mega krasser Heuschwad, ne? Ist gedüngt. Und bei der Breite ist das schon fast zu heftig wahrscheinlich für unsere neue schöne Ballenpresse. Aber wir gucken mal. Ein bisschen aufpassen, nicht zu nah an die Bäume.
So, bis hier fahren wir mal vor, ne? Da lassen wir den erstmal stehen. Und jetzt holen wir den nach und dann schicken wir den mit vollem hinterher. Das krasse Paket hier. So. Ja, jetzt kommen hier eine ganze Reihe Autos. Können wir mal warten? Wir haben hier was vor. So. Ja, rasen uns das Auto einfach hinten rein. Ich muss hier nochmal die Optionen sehen, weil ich habe keine Ahnung. Hier. Ich glaube, die beiden sammeln aus. Ja, machen wir. Das ist X. Garnkästen herunterlassen. Brauche ich nicht. Ich klappe den Beinsammler aus. Also doch den? Achso, genau, jetzt wird er erstmal rangezogen. Aha, da haben wir so eine Verlängerung hier hinten dran. Das ist aus dem Strohbergungs-Add-on, nur nochmal zur Info, wo das Ganze herkommt. So, jetzt müssen wir aber wieder wechseln scheinbar. Und so ist sie angeschmissen. Und jetzt wird sie ja wohl Ballen pressen vor uns. Hoi. Nice. Ist jetzt ein bisschen sperrig hinten irgendwie. Ist jetzt wenig Bewegung drin. Und krass ist natürlich einfach bei der Menge hier, wie die Beine hier unten rauskommen, ne? Werden sie hier zur Seite geschoben, so kann man nämlich immer praktischerweise drei Ballen auf dem Haufen haben. Erleichtert nachher natürlich ein bisschen das Einsammeln. Man muss natürlich überlegen, in Wirklichkeit fahren sie mit dem Aussammler hin und dann ist es viel praktischer. Cool. Das ist nice. So, auf geht's, Leute. Der folgt uns unauffällig, denke ich. Und legt seine Ballen immer praktisch ab. Hoffe ich zumindest, dass das alles so funktioniert, wie es soll. Also es liegen ja halt drei Stück auf dem Haufen. Dann eine Zeit lang nichts, dann liegen ja wieder drei Stück auf dem Haufen. Kann man machen, ne? Muss man nicht machen. Nur mal so als Info. Aber schöne Arbeitsbreite haben wir hier nach wie vor. Was eine Reihe. Ist ja auch super Ertrag, ist gedüngt. Bester Dünger hier auf dem Feld. Unser eigener Mist, unsere eigene Gülle und ich glaube sogar ein bisschen normaler von unserem hergestellten Dünger. Da liegen jetzt schon 9 Ballen. Macht das Zählen ja auch ein bisschen einfacher, ne? So, hier müssen wir ein bisschen enger in die Kurve gehen. Und auch das Hauptsächliche hier vom Deich weggekratzt kriegen. Ja, hier ist es ein bisschen nah am Deich, deswegen könnte das hier mit dem Feldrandkurs berechnen eng sein. Seht ihr schon mal, wisst ihr auch schon mal, was jetzt bei uns ansteht. Heubein pressen. Das wären ein paar Stück. Richtig gut für unsere Kühe. Auch für die Schafe. Und auf dem Feld haben wir noch ein weiteres Heufeld und dann haben wir 2 Grasfelder. Alle wollen wir jetzt auf diese Art und Weise hier bearbeiten. Schneller als 18 geht es auch nicht, ist Vollspeed. Schön alles mitsammeln hier, nichts liegen lassen. Also auf den Zaun muss man ein bisschen aufpassen. Sage ich es noch und schon passiert. Schon hängen wir im Zaun. Und da kriegen wir jetzt nicht alles mit aus der Ecke, aber es ist nicht ganz so schlimm. Ballenpresse wird wahrscheinlich auch nicht ganz alles einsammeln, oder? Ja, bei zu scharfen Kurven kann er nicht alles kriegen. Da müssen wir ein bisschen sanfter um die Kurve fahren, so wie hier. Das dürfte funktionieren.
mal so ein bisschen ausschwenken. Weil es hier natürlich auch nicht machbar ist. Achtung, Leitplanke. Ich werde jetzt mal hier direkt wieder längs fahren. Dann haben wir hier eigentlich praktischerweise schon unser Vorgewende. Wobei Vorgewende ist natürlich immer schwierig, wenn da Ballen im Weg liegen. Dann kommen wir da gar nicht mal ran. So, jetzt geht es hier vorne weiter. Mal kurz hoch die Flügel. So, mal gucken, woran können wir uns ungefähr orientieren an der Bahn hier. Ne? Das passt. Ist auch schön. Gefällt mir. Wenn es euch auch gefällt, natürlich gerne ne, ein Like da lassen, einen Kommentar, wenn ihr Bock habt. Ich weiß, einige werden jetzt sagen, das hätte ich auch alles mit Crossplay machen können. Stimmt. Aber ich hätte auch alles selber machen können. Haben wir ja. Und die Ballen liegen jetzt mal auf eine andere Art und Weise hier. Ich weiß nicht, die Ballenpresse hat natürlich jetzt mal locker 350.000 gekostet mit diesem Sammler. Ob es das jetzt wirklich wert war, naja. Hauptsache haben. 4 Millionen haben wir immer noch. Also wir können uns nach wie vor Ausschau halten nachher für ein schönes Feld, was vielleicht im erdreifen Zustand auf uns wartet. Oder natürlich noch ein bisschen sparen für ein größeres Feld. Wobei größer wird bei uns wahrscheinlich höchstens Feld 44 sein. Ich glaube, Feld 45 werden wir uns im Singleplay nicht leisten können. Auch wenn ich noch alles daran setzen werde, möglichst Geld zu verdienen. Da dürfen wir uns jetzt nichts mehr kaufen und vielleicht schaffen wir es bis zum letzten Tag, das Geld zusammen zu haben. Aber es sind halt auch 15 Millionen knapp, ne? Das ist jetzt ja kein Pappenstiel. Ein Zufall, dass man das so gut wie an der gleichen Stelle die Ballen ablegt. Das ist aber ganz praktisch für uns. Also voll und unauffällig. Machen wir nochmal ein Tempomat rein hier. Ich weiß gar nicht, warum ich die ganze Zeit schon wieder Gaspedal drücke, wie so ein Bekloppter. Macht ja gar keinen Sinn. Hier brauchen wir jetzt kein weiteres Vorgewende machen. Da drehen wir direkt um. Da kommen ein paar Ballen zusammen hier, mega. Bin gespannt, ob wir unser Dachboden-Heulager bei den Kühen schon voll bekommen. Plus natürlich ein bisschen was für die Schafe. Haben wir erstmal genug davon. Das
So, eine Bahn geht noch. Dann muss ich aber sagen, ist es schon das für die heutige Sonntagsfolge gewesen, denn ich habe jetzt gerade gar keine Zeit mehr, sehe ich mir gerade auf die Uhr. Bin ein bisschen wieder verschätzt, was die Aufnahme angeht. Aber die Bahn hier machen wir noch. Wir gutachten schon mal, wie schön hier unsere Heubahn liegen. Ich sag mal, viel schneller macht das das Einsammeln nachher auch nicht, weil wir müssen eh jede Reihe fahren. Aber wenn man jetzt real auflädt, tatsächlich mit einem Traktor oder was auch immer, der dann hier Ballen aufsammeln kann, wir haben ja diese Dreier-Sammelgabel, glaube ich. Aber ich denke, das werden wir nicht manuell machen. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben. Wer von euch würde gerne sehen, dass ich wirklich nochmal manuell Ballen auflade? Oder wer sagt, komm, ich mache das mit Autoload. Wir wollen auch nochmal was anderes sehen. Da gehen vielleicht die Meinungen ja auseinander. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz sicher. In der nächsten Aufnahmesession werde ich aller Voraussicht nach noch nicht drauf eingegangen sein. Aber vielleicht in der danach, falls dann einige sagen, ja doch, verlad doch mal Ballen manuell. Dann überlege ich mir das nochmal. Und eine Anhängerladung voll oder so. Manuelles Verladen. Kann man ja zur Not auch mal machen. Ansonsten, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffentlich wird das heute ein bisschen Spaß gemacht. Vor allem ja auch mit unserem neuen Big Pack Ballenpresse. Hat sich auf jeden Fall gleich schon bewährt. Schönes Ding. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Und